Ghost Hunters Essen untersuchen paranormale Aktivitäten. Wer sind die Ghost Hunters Essen eigentlich? Maria, Michel, Bina und unsere Spürnase Woody. Wir haben von. Du kannst ausmachen. Dann sehen die Leute nichts. Das Ding gleich sowieso. Achso. Guck mal, wie weit ich reiten muss, dass das Ding angeht. Ja. Und so weit schalte ich. Wir haben jetzt von Instagram auf TikTok gewechselt. Könnte schnell den vorigen Stand hier rein. Wo ich damit die Kinect gegangen bin. So. Ich mache auf die keinen Sorgen. Komm schon. Das ist echt. Komm.
Problem. Das ist schon mal hier, ne? Ja, mir fällt was auf. Ja, aber fällt dir noch was auf? Geht doch da Dingen an, ne? Oh. Abgeschmiert die Kinect wieder. Ja. Hoch. Ja, ich glaube, dann war ich. Der versucht zu kämpfen, was ist denn los hier? Das kann doch nicht wahr sein. Probieren wir mit dem. Not ready. Wackelkontakt, Kabel nicht richtig drin. Wird sich veräppeln. Nee. Ist alles drin, ist alles fest. Ich kann das nicht. Er macht nichts. Connecting, not current, not. Hab ich da ältere getan? Ja. Hey, wir wollen gerade alleine live sein, nicht mit anderen. Aber trotzdem danke. Wir wurden gerade zu einem gemeinsamen Livestream eingeladen. Gerade haben wir noch ein paar technische Probleme. Von daher wollen wir erstmal gucken, dass das funktioniert. Wir wollten gerade mit der Kinect hier rumgehen und gucken. Aber funktioniert gerade nicht. Vielen Dank für die Herzchen. Danke, danke. So. So. Ja, guck mal, wie weit fehlt, ey. Was geht eigentlich noch? Es muss nicht die Kamera haben, ey. Also, ich will das nicht aufbeschwören, dass mir wieder jemand hier irgendwann passiert. Also zur Erklärung, wir wurden gerufen von einem Vermieter. Die Mieter ziehen hier ein und aus, weil hier angebliches spuken soll. Und heute kann ich auch nicht reden. Also wie immer. Und das wollen wir jetzt gerade und das wollen wir jetzt untersuchen. Haben uns das vorher schon angeguckt, da vorne. Jetzt geht es wieder. Sehr gut. Unterbreche mich nicht. Da vorne in der Ecke, wo es leuchtet, da hatten wir vorhin schon ein paar Sachen gehabt, wo gesagt haben, kann nicht möglich sein. Daher sagte ich, lass uns das mal mit der Kinect gucken. Ja. Und da sind wir ja jetzt gerade dabei am Versuchen. wenn sie nicht immer abschmieren würde. Wow, was war das denn jetzt? Guck mal, ob ich das rekonstruieren kann. Mein Arm geht nicht 360 Grad. Nein, jetzt kann ich das nicht konstruieren. Da. Ja, und da ist er. Bing, bing, Jackpot. Moment, bleib stehen, ich komm rum. Jetzt haben wir den Jackpot. Na, ziehst du uns die Akkus hier leer? Der ist auf dem Boden, der ist weg. Sag mal, Plätze tauschen hier. Da sind zwei. Ja. Ich versuche mal ranzuzoomen. Oh, ich krieg Gänsehaut gerade. Na, seid ihr diejenigen, die uns die Akkus jetzt gerade hier leer macht? Ja? Was ist los? Sind sogenannte Anomalien. Also hat sich mein Verdacht doch bestätigt. Da versucht sich da oben hochzuhangeln. Weg. Das war eine Decke raus. Ey, komm, nicht auf meinen Kopf, ey. Dann dreh ich durch. Na
Weil er kann es nicht mehr rekonstruieren. Hallo. Ich kriege gerade Schweißausbrüche. Was ist der hier? Kann ich nicht entziffern. Hallo. Gucken wir, ob ich da nochmal rekonstruieren. Der kommt schon. Ja, ich kann nicht, ich kriege da nicht nochmal rein. Zeig euch. Hier soll es angeblich spuken und da waren gerade, sag ich mal, zwei Anomalien, also quasi zwei Geisterseelen, wie auch immer, die sich kurz gezeigt haben, die aber jetzt verschwunden sind. Und zu verdeutlichen, ich versuche das nochmal irgendwie, mein Verdacht. Du bist neu, okay, kurze Erklärung dazu. Wir sind Geisterjäger, bedeutet, wir wurden gerufen. Jetzt wie hier zum Beispiel, wurden wir gerufen von einem Vermieter, weil die Leute, die hier immer ein- und ausziehen, also hier ziehen viele ein- und aus und der Vermieter weiß nicht warum, ihm wird immer nur gesagt, dass es spuken soll. So, und daher wurden wir angeschrieben, um das Ganze hier zu untersuchen. Wenn du Fragen hast, kannst du ruhig fragen. Einfach Fragen stellen. Ja, wenn du das ich gehe mal kurz zur anderen Seite. Ja, da ist er, glaube ich. Ja, gerne. Aber wie gesagt, wenn du Fragen hast, frage einfach. Ja, das macht sich. Das blendet da drauf auf dem Display. Deswegen siehst du es so. So, ich nochmal. Hm? Danke für die ganzen Followers. Danke euch. Dann losgehen. Okay. Ich versuche das nochmal. War das ein Zufall? Ich weiß es nicht. Der war aber gerade auch schon wieder hier. Komm schon, wo bist du? Zeig dich. Mach doch. Wir tun euch doch gar nichts. Wir möchten nur wissen, warum ihr hier die Leute verbraucht. Ist das euer Reich hier? Selina, ja, es gibt wirklich Geister. Also ich sag mal so, man muss da dran glauben. Viele halten einen für verrückt, aber es gibt, sag ich mal, auch eine andere Seite. Also wir hatten selber schon Erlebnisse gehabt. Frau schon zeigt euch. Wir können euch sehen und ich kann euch spüren. Ich weiß, dass ihr da seid. Ah. Danke für die Herzchen. Seht ihr, da ist eine Anomalie wieder. Hallo. Hallöchen. Sag mal, gehst du oft an die Decke oder was? Ja, der geht an die Decke. Ja, wir haben ja eine Präsenz. Kannst du auf uns zukommen, bitte? Warum stehen mir gerade die Tränen in den Augen? Weg. Jetzt ist sie wieder weg. Wieso stehen wir jetzt drin genau? Oh, ich war schon mal kurz wieder weg, warte mal. Oh, ich hab dir nichts getan. So. Also zur Erklärung, da in der Ecke hatten wir vorhin Dinge gehabt, die werde ich aber auch noch dann hochladen, zum Vergleich dann auch noch. Und die Präsenz oder die Anomalie zeigt sich die ganze Zeit hier am Fenster. Normale, also für Fensterbank, Boden. Zur Erklärung, die Kinect erkennt eigentlich normalerweise menschliche Umrisse. Ich demonstriere das einmal. Wieso? Wieso was? So. Aber das da am Fenster. Jetzt ist dann momentan nichts, aber habt ihr ja gerade auch gesehen. Da gibt es nichts, was menschlichartig ist. Aussehen. Menschlichartig. Ja, ich meine, Gott, Wortfindungsstörung. Nehmen wir mal den auf. Nicht, dass ich ihn weglege. Okay.
Das war jetzt hier erstmal schlimm, weil du gesagt hast, du hast auch von ihnen ein Mir. Danke, danke für die ganzen Likes, für die Followers und Herzchen. Danke, danke. Danke, Herr Ecker. Also sende ich hier nicht nur einer? Nein, das ist. Zwei? Das ist kein verlassenes Haus. Das Haus ist bewohnt. Ja, das wollte ich. Warte mal. Hallo? Kann ich jetzt auch nicht so sagen? Ist weg. Ja, bin zu langsam. Also nochmal, nein, es ist kein verlassenes Haus. Hier wohnen Leute. Also es ist ein Mehrfamilienhaus. Nur diese Wohnung ist halt so, dass die Leute einziehen, nach ein paar Monaten wieder ausziehen. Und der Vermieter weiß nicht warum. Er steht genau in den Eingang da vorne. Seht ihr? Keiner von uns ist da. Also ich bin hinter mir und. Der ist riesig. Jetzt ist er wieder weg. Na, dann gehen wir den mal jetzt ganz normal auf der Spur. Kannst du wieder vorgehen? Okay. Ich komme hinterher. Also aufnehmen tue ich nur, wenn. Sehr gut. Vorsicht. Weil ich habe keine Nachtsicht dran. Nicht wundern, wenn ich immer so quer gehe. Ich habe, sag ich mal, das Handy an. So ein Selfie-Stick kann ich besser halten. Aber eisig. Ich friere. Ha! Was? Dann ist wieder eine Anomalie. Ich warte mal, ich versuche mal ranzusuchen. Der ist. Rechts ist der, ne? Zu doof. Ja, an der Tür. Aber bitte an meiner Jacke. Ich weiß es nicht. So ein bisschen sieht man es mir gerade zu doof zum Zoomen. Oh shit. Das war zu viel. Bitte an meiner Jacke. Geh weg von meiner Jacke. Kannst du mal winken? Kannst du mal winken? Guck mal, so. Tust du mal winken? Der zuckt mir mit den Schultern. Kannst du auf uns zukommen? Es kommt drauf an, ob die Präsenz sich mit uns unterhalten möchte. Warum ist er nicht angegangen? Weil ich mit meinen Armen gemacht habe. Entschuldigung. So, dazu gibt es sogenannte EVP-Aufnahmen. Also Elektronik. Siehst du, Kinect wieder abgesoffen. Jetzt ist die Kinect schon wieder abgesoffen. Not power. Ich zeige euch dann mal, warte ich mal. Moment. Muss ich mal gucken, ob ich wieder wegzoomen kann. So. Warte, ich zeige dir das. Jetzt muss ich gucken, wo ich das habe. Ja. Moment. Geh mal kurz ins Licht. Das ist. Kann man gar nicht so richtig, oder? Ich weiß auch gerade nicht. So. Das ist ein sogenannter Aufnahmerekorder. Darüber können wir dann quasi. Wir stellen Fragen und dann können wir uns dann die Aufnahme abhören, in dem Sinne, ob jemand mit uns da gesprochen hat. Meistens hört man auch ein Hallo, Hi oder Nein, ja, geh weg. Sowas hatten wir auch schon öfters. Ich muss mal wieder leer gesaugt. Naja, alle guten Dinge sind bekanntlich reinmachen. Bankier Bauer, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Wir untersuchen paranormale Erlebnisse oder Ereignisse, um zu gucken, ob es hier spukt, ob Gutes hier ist, ob Böses hier ist. Ja. Ja, ich hoffe nur Gutes ist Böses. Auf böse Sachen ist hier gut.
aufhören. Wir sind wieder online. Da ist so hinter meinem Rücken sind Karten auf alle Seiten. Ich verstehe das nicht, nur vorne nicht. Wenn du hast, mit Geld öffnen und abbrechen, ey. Auf eine kleinere Narbe. Oh. Spaß, wenn ich okay, da meine gar nicht krank ist. Echt mit meines Arschkrankes. Eiszapfen, wirklich. Okay. Da muss man wieder den Quer halten. Quer. Also hier ist der Bewegungssensor, der geht immer an, wenn wir hier durchlaufen. Das ist ja nicht mehr in der Leihjacke. Nee. Das ist ja auch mal jetzt. Oh. Okay, jetzt, was will der an meine Jacke wieder? Vielleicht ist ihm kalt. Ja, kriegt dann wieder nicht zum Zoomen. Ach. Brauche ich mal. Ja. Also. Muffig. Kiste oder was, ne? Guten Abend, C30X. Ja, Kiste oder irgendwie so was, ne? Boah, voll streng ist das. Boah, ne. Boah. Nee, vergessen. Boah. Hier ist absolut gar nichts. Ich verstehe. Normalerweise, wenn ich mich jetzt hier reinstelle, hier, man sieht es reflektiert. Normalerweise müsste mich hier erkennen. Nein, aber doch nicht am Fenster. Klar, das reflektiert. Du kannst ihn so umstellen und kannst normalerweise nicht hin. Danke für den Like. Ich habe ja eine Anomalie. Mein Gott, ich habe echt ein paar Fitgestörungen. Ich kann gerade nicht reden. Anomalie. Ich glaube, ich sage jetzt ja nichts mehr. Die Anomalie war ich. Nee, ich bleibe mal hier stehen. Ne? Ey, der ist da gerade vorbeigelaufen. Der ist aber so gegangen. Ja. Warum ist er wieder auf der Okay, sie ist doch weg. Das gibt's doch gar nicht, der ist doch ein Scheiß. Der ist von da nach da und dann war er da. Ich muss dir mal was basteln, dass man das auf deine Schulter setzt und dann kann man da drauf gucken. Du bist was. Wo bist du hingegangen? Bist du durch die Wand gelaufen? Zeig dich. Boah, der war aber schnell unterwegs. Ja, der ging da. Runter. Da ist er. Hallo. Komm, zeig dich. Zeig dich doch. Weißt du, wo der steht? Los. Wo steht der? Jetzt nicht mehr, jetzt ist er weg. Hier vorne. Hier. Und mit der Hand da rein, sag ich, war rechts oder links? Rechts, an dem Bogen. Komm, zeig dich. Das hast du gut gemacht. Du kommst doch aus dem Schlafzimmer. Dann zeig dich doch. Boah, der war aber ganz schön schnell unterwegs gerade. Zeig dich.
Hallo, da bist du ja wieder. Tust du mal winken? Bitte. Der steht da so. Der steht hier. Der versteckt sich. Der versteckt sich. Zwischen dem Rundbogen und dieses kleine schmale Ding. Der ist auch wieder weg. Komm, wir haben dich gesehen. Sprich mit uns. Rachel, danke fürs Folgen. Sprich mit uns, komm. Zeig dich und sprich mit uns. Was war das denn? Ein Foto. Was denn? Das ist weg. Nun komm schon. Zeig dich. Wir sollten nochmal da gucken. Lass mal den erstmal. Dankeschön fürs Zeigen. Sie sagt Dankeschön fürs Zeigen, stand vor kurzem und ist so weg. So weg Richtung Maria? So, ja. Ja, der ist dir hinter. Der ist dir hinterhergelaufen. Du hast gesagt, ja, danke fürs Zeigen. In dem Moment startet er, du bist da reingegangen und der ist in dem Moment da rübergegangen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist aber nicht dein Hausgeist, ne? Hm? Ist aber nicht Harry, oder? Oh, bitte. Mir ist schwindelig. Guten Abend, Portrider, Ghost Hunter. So, ich sehe eine Präsenz. Bitte zeige dich. Wir können dich sehen auf der Kamera. Ich will mal was ausprobieren. Bitte. Soll ich die Klinik übernehmen? Ich mache mal zeitgleich eine Temperaturmessung. Oh, und das. Mein Gott, doch rechts oder links dran vorbei. Normalerweise hätte der schon was machen müssen, wo du dran vorbeigegangen bist. Ja, eben. Ist der aus? Nee, der ist an. Komm her, du kannst spielen hier. Komm. Komm her, guck mal. Hier kannst du dran gehen. Siehst du die Lämpchen? Die kannst du aufleuchten lassen. Willst du das mal machen? Du komm schon her. Komm, zeig dich. Komm, guck hier, du kannst hier dran gehen. Hier, guck mal. Es gibt einen Ton, dann wissen wir, dass du da bist. Versuch es doch wenigstens mal. Danke für die Herzchen. Komm, versuch es doch mal. Ja. Ist bei mir einer? Ja, jetzt hat er im Ganzen gezeigt. Hast du gesehen? Der war auf dem Bein, auf dem Arm. Ja. Oh. Oh, jetzt wird der ganze Raum rot hier. Ja. Boah, hast du das gesehen? Ja, das ist ja nicht normal. Soll ich die Klinik übernehmen? Ich bin heiß. Okay. Du kannst ja auch hier nehmen. So, ja, Moment, ich muss ja da vorne duschen, wenn wir eine Kamera haben. Okay. Komm schon, wenn einer hier im Raum ist, bitte, zeig dich. Komm, zeig dich bitte. Wir tun doch gar nichts. Da sitzt einer im Stuhl. In welchen? In den? Den rechten? Von mir aus rechts? Nein. Links. Bleib stehen. Der sitzt genau da in dem Stuhl. In dem? Hinter ja. Weg, Eva. Da saß ich gerade noch. Guck mal hier. Warte, ich muss wieder anders machen. Fokussier. Der fokussiert irgendwas, ne? Guck dir mal die Umgebung an.
angeblich kochend heiß. Da sitzt ein gehackter Finger da gesessen. Da ist überhaupt keiner. Also wenn ihr nicht glaubt, ich schwenke jetzt mal rüber nach die Wiener. Na? So, jetzt gehe ich mal wieder zurück. Da ist der Stuhl. Hört sich aus wie ein Gesicht. Ja. Könnte sich jemand anders in den Stuhl auch mal setzen? Okay, hallo. Da ist aber jetzt nicht, dass du da bist. Na, warum haust du denn immer ab? Hm? Danke, danke für die ganzen Likes. Herzlichen Dank. Warte, hat gedacht, da vorne ein Badezimmer geht mir aus dem Kopf. Okay, jetzt klebt da irgendwie was in der Luft oder so. Wie gesagt, da macht mir Angst. Ich gebe aber die Kamera. Ich kann jetzt nicht beides machen. Die Kamera. Ich gebe aber gleich mal an Michel kurz. Bleib mal hier stehen. Der sitzt da entweder da in dem Stuhl drin oder. Also keine Angst, oder? Nee, ich wurde angegriffen, also. Entschuldigung, der hat da jetzt gerade von der Decke gebaumelt, oder was? Hallo, Naturfreunde. Von der Decke. Neben dem Stuhl, du warst da und ging dann hier vor, da, und da im ist er drin, im Stuhl. Ja, nicht, dass die Kinect da die SLS-Kamera den als Mensch anzeigt. Nee, ja, auch jetzt soll ich ab, pass mal auf. Hast du es bequem im Stuhl? Mach mal da woanders. Hast du es bequem im Stuhl? Hallo, kannst du mal herkommen? Jetzt gucke ich mal auf den anderen Stuhl. Nicht, dass er so auf einmal im Gleich ist. Ne? Okay. Den erkennt er nicht. Da ja. Ist neben dem Stuhl ist der. Ich habe doch gesagt, da ist was. Das ist wie vorhin wieder, wo der da war. Am Fenster. Steht der auf der Fensterbank? Nee, aber guckt euch mal das Bild an. Das weiß er. Der ist weggehört. Das war nett, dass ich auch gucken darf. Bitte. Danke. Also ich werde dafür viel. Also, du meinst jetzt hier wo mehr links, ne? Das ist da, wo der war, wo ich den drauf hatte. Das war das da, hier vorne. Das hat er nie angezeigt. Nie. Warte, ich versuche jetzt mal was. Ich wette mit dir, da sitzt das, was war noch im Stuhl. Und dann war der auf einmal mal der weg. Selbst als wieder von vorbeigegangen ist. Das sagt er immer noch. Und dann macht er mal weg. Der erkennt den auch nicht. Ja. Also bitte. Der erkennt den einfach nicht. Nicht erschrecken. Ach Gott. Weißt du, nicht erschrecken? Ja, ich bin gerade am Warten. Warte. Du hast Gesellschaft. Ich habe Gesellschaft. Ja. Advent. Was ist denn das? Ich versuche gerade. Hast du gesehen? Die Kamera anders zu stellen. Dafür brauchst du aber nicht mehr Licht, oder?
Nee, ich mach das. Ach, oder eins. Handymaus, da kann ich rausnehmen. Ich hoffe, da bleibt jetzt stehen. Könnt ihr die anderen noch sehen? So. Also nicht könnt ihr jetzt hier hin und sehen. Ich bin hier, hallo. Ich winke hier immer noch. Ihr seid nicht allein, ich bin noch da. Ja, danke, ich würde sagen, ansonsten können wir wirklich auch noch selber machen. Ich bin doch da, ihr könnt mich noch sehen. Ach, wieder der Danke, jetzt muss auch noch gute Warnung durch. Ja, ich kann im Moment jetzt hier so beides gar nichts. Ich habe hier die Wärmebildkamera und. Die momentan gerade nichts macht, weil ja. Ich speichere das Bild jetzt. So, hast du? Habe ich keine Ahnung davon. Den nehmen wir mal ausmachen. Machen wir jetzt nicht. Ja. Wärmebildkamera. Und wenn ich was ausprobieren möchte, drücke ich einfach mal die Hand hinterher, sind kaputt. Dann kriege ich wieder. Aber sowas von. Und jetzt machst du total, dann mache ich aber dann Nachtsicht und dann gehen wir mal runter mit dem Licht. Weil. Wenn du was kaputt machst, darf ich, bin ich derjenige, der ausbaden muss. Ich nehme das dann gleich wieder in den Arm. Also ich bin immer noch da zu sehen, ihr seid nicht alleine. Wir können mal eine neue ausprobieren. Ey, ich hab den vom Strom genommen, ne? Hm. Jetzt mal ohne Witz, ne? Die Kinect hat keinen Saft mehr, ne? Wie läuft denn? Ja, 100 blinkt. Ohne Strom läuft nichts. Reststrom. Wie lange soll denn da Reststrom drin sein? Ja, hallo. Also jetzt könnt ihr, okay, jetzt bin ich wieder da. Jetzt lässt du mal aus. Bin ich weg. Ja, okay, warte mal. Jetzt ist es mal eins. Oh. Ups, hi. Was war das? Du bist in der Welt von deinem Handy, ne? Verdammt, ich muss zu tun. Nein. Elektromagnetisches Feld. Schatz, ich bin von dem Handy meterweit weg. Also, so ist das nicht so nah. Siehste? Kannst du mir nicht erzählen? Ja, wer da hört, das ist das akustische Mikrofon. Genau. Dann wollte ich eigentlich kurz gleich mal zeigen. 248. 400. Die Leitungen sind tot. Ja. Kann nicht sein. Der Ramper baut magnetisches Feld auf. Dann geh doch mal gegen den Zweck. Sicher? Komm wieder. Scheiße, was? Hallo, da bin ich wieder. Das ist der Rampart. Komm, gib mal her. Ich das ist der Rampart. Die sagen. Die sagen. Gib mal bitte her. Ich meine, ohne wenn sie von der Kinder kommen, sie haben im Moment gerade echt keinen Schaden davon. Naja. Naja. Oh mein Gott. Okay, Pottweiler. Was wir jetzt machen, ja, wir bauen jetzt sozusagen das Portal auf. Also wir haben zwei Arten von Portal. Ein Portal, müssen wir gucken, bei dem anderen starte ich gleich währenddessen. Und versuchen uns mit denen dann zu unterhalten. Achtung! Währenddessen mache ich gleich... Habt ihr das gehört? Was war das denn? Den hier. Ich war was nicht, ich stehe an der Tür. Ich habe nichts gehört. Oh, wo ich das Ding angemacht habe und habe vom Portal geredet. Müssen wir gucken. Was, ich tue den dann hier oben auf dem Stuhl, ne? Weil da war nämlich unten durch nicht, dass derjenige da von unten hochkommt. Ja, klar. Ja. Und sind denn hier? Boah. Technik, die du weißt. Ich muss hier nichts anmachen, schon was ab, ne? Hier, ne? Nein, da ging es an. Ich beantworte gleich alle weiteren Fragen. So.
das hier geht. Ja. Da steht die ganze Zeit rum. Ja, von ja, die Meter weit. Nee, wollte ich gerade sagen, das kann nicht sein. Man steht zig Meter von dem Handy weg. Gibt nichts. Ja, ist richtig. So. Und ich habe nichts Elektronisches an mir. Bist du der Geist? Dann mach es mal auf dem Buckel. War 208. Jetzt ist es weg. Halt weiter so drauf. Mach mich jetzt nicht verrückt. Jetzt ist es weg. Du musst Foto machen, wenn man das aufleuchtet. Ich mach Fotos. Mach mich nicht verrückt, Leute. Bei dir war es immer ein bisschen, ne? Mhm, immer. Aber wieso immer nicht? 300 Unfallaktionen haben. Warte mal, ich schalte die Kamera mal wieder hoch und beantworte gleich die Fragen. Kamera weg, so. Mr. Schrecken? So. Bitte? Nein, wir wollen. Bleib weiter so. Warte. 319. Jetzt an mir oder was? Ja. Bei Maria war ein Orb gewesen. Der ist vorbeigezischt. Wir machen die Frau. Warte. 420 war gerade. Ja, bei Michel ist ein Orb. Ach komm schon. Das kann. Ne? Ja. Du fängst jetzt schon an. Ich bin noch gar nicht fertig. Ich muss noch Fragen beantworten. Ja, beantworte doch. Ich muss doch nur fertig. Ich muss mich mal kurz setzen. Dankeschön. Ja, klatsch dich da nicht immer so rein. Ich zahle dir, wenn sie kaputt gehen. So, Moment. Ja. Machen wir erstmal eine Frage. Frage, Antwort. Ja, genau. Also, nein, wir wollen die Geister auch nicht einfangen, geht ja auch gar nicht. Also, einfangen gehe ich mit Sicherheit. Nee, ich auch nicht. Also ich habe schlechte Erfahrungen. Es kommt immer drauf an. Moment, ich muss doch auch noch an sich. Ich beantworte gleich weiter. Ey, jetzt ernsthaft? 200. Ey, ich habe hier nichts Elektronisches an mir. Ist er weg? Der will nicht gucken, oder was? Ja, soll er mal versuchen. Es wurde noch gefragt, ob wir den vertreiben wollen. Wenn er bösartig ist, ja. Ja. Ist der nicht bösartig? Da habe ich ja so ein Fake-Wund drin. Eine Aura dafür, ich ziehe das ja magisch irgendwie an. Das Böse oder was? Erinnere mich an die letzten Untersuchungen, wo ich die krass eingebaut bin. Also. Na gut. Erinnere mich an die Schafriedhof. Ha, ich ziehe die magisch an. Warum auch immer. Ja. Ich finde die Melodie, sag ich mal schön. Aber Mann. Also jetzt wird's creepy. Also Michael hat jetzt K2 in der Hand. Beide? Ohne Signal. Und beide. Also hat sich irgendwann an Michaels Fersen geheftet. Wie sieht der denn später? Näherin? Wieso?
Wieso immer ich? Warum bin ich mal der Buhmann? Guck dir das doch mal an, je näher ich an mir rankomme. Ja. Ich glaube, ich halte mich mal von dir fern. Es gibt schon was. Entschuldigung, da muss ich jetzt sagen. Ich halte mich von dir fern. Rainer dürfte raten, wer zuguckt. Guck! Oh, hier. Warte, ey, guck mal hier. Guck mal. Jetzt ist weg. Also wenn es so weitergeht, schläfst du heute nach draußen. Umgekehrt, du schläfst raus. Warte, jetzt muss ich jetzt gucken. Ich habe nichts Elektronisches an mir. Ich würde jetzt mal unten auf Lass mal Prinz Albert in Ruhe. Hier, ich kann es zeigen. Aber nicht elektronisch. Zieh die Chance. Ey, mach ich nicht noch. Yeah. Zieh die Chance. Ich habe nicht. Nichts Elektronisches an mir. Hängt an meine. Entschuldigung. Hier. Nee. Ich habe nichts Elektronisches an mir. Tja. Hängt an die Fiste. Du. Nee. Ein bisschen kannst du dich ausziehen, ne? Ausziehen. Wollt ihr mir wegfliegen oder so? Ich habe nichts Elektronisches an mir. Ja, aber guck mal, der geht bei mir auch an. Ich könnte mich sogar auf den Boden. Ich kann mich auf den Boden rollen. Aber nicht so wie mit dem da. Ja. Ich verschwöre dich. Ich bin das nicht, du bist das. Danke fürs Folgen. Ich habe gesagt, wie ich gesagt habe, ich habe tatsächlich nichts Elektronisches an mir. Das Einzige, was ich elektronisch habe, sie hat. Ja. Ja, das meinte ich ja. Sie hat das Elektronische. Und normalerweise, wenn ich jetzt mit dem K2 hier hingehen würde, hier, da schlägt er sofort aus, alleine schon nur wegen dem Signal. Ja, wegen dem Handy. So, aber ich stehe hier und das steht bei mir. Ich habe nichts. Bei mir flackert das zweite Lämpchen auf. Guck mal. Jetzt das dritte, naja. Hier. Da. Gut. Aber wie geht das denn? Geht nicht vor. Und zur Information. Oh, könnt ihr euch mal entscheiden. Ja, hier ist der Ausknopf. Hier. Ja, zur Information, der ist vorne auf der Tastatur. Guck mal mich an. Wie viel haben wir denn vorhin gefilmt? 2x9 war da, ne? Ja. Okay, 3. Da. 2. 3. Und dann der Jacke, der da stand und in den Raum. Oh, guck mal, bei mir geht der hoch bis zum Orangen, dunkel-orangen. Ich habe echt nichts Elektronisches. Okay, ich mache mal hier wieder Achtung. So. Ja, jetzt von dir. Hier bitte. 230. Ist da hat jemand eine Frage gestellt, und zwar gab es schon mal eine Situation, als ein böser Geist euch was angetan hat? Dann erzähl mal. ehrlich gesagt, zweimal bei mir. In dem Sinne, einmal war das der jüdische Friedhof, wo wir eine Portal-Session gemacht haben, wo wir uns die Genehmigung vom
vom Besitzer geholt haben, wo wir alles ringsum abgeschlossen hatten, wo ich dann auf einmal mit Stein geschmissen wurde und da war nichts, da haben wir alle mit Taschenlampen geleuchtet. Und das zweite Mal, das die heftigste Aktion war, wo wir auf der Privatuntersuchung bei einer Klientin war, wo ich im Flur war, wo ich schön sichtbar war für alle. Die haben dann hinterher Fragen gestellt und ich hatte auf einmal einen richtig fetten Schrien auf dem Rücken. Also ich ziehe so einen Art Schwerengegenstand vor. Tamik sagt, das ist zu nah mit dem K2, das ist das Handy. Kann nicht sein. Nein, also ich absolut nicht. Also, ich sitze K2 hier. Ist hier. So. Und ich stehe hier. Also, das kann nicht sein. Das sind die Typen. Und hier läuft kein Strom durch. So, bis zu 10 Meter, sagte sie. Absolut nicht, nein. Nein, 10 Meter, wenn ich jetzt hier rangehe. So, ja. Das ist ganz nah dran, das Handy. Je weiter ich weggehe. So. Ja. So. 10 Meter sind noch zu nah. So, aber er hat doch an seinem Körper kein Handy, gar nichts Elektronisches. Das Handy so, und er steht. So, und er steht doch ganz weit weg. Ich kann nur da hin. Hier mit der linken. Willkommen zurück. Das sind gute 4,5 Meter. Wir machen das nicht erst seit gestern. Also wir wissen schon, so, was wir machen. So. Maria hat auch kein Handy bei sich, nichts Elektronisches. 2, 3, 4,5 Meter. Und der Röntgen macht nämlich gar nichts. Doch, so ein bisschen. Ja. Jetzt. So, jetzt macht er was. So. Hier. Und da oben ist rein. Da macht er was. Und da drin. Jeder kann arbeiten mit was er will, aber wie gesagt, wir waren früher, sag ich mal, jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so oft live, aber früher waren wir auch öfters live, haben auch mit den K2s gearbeitet und wir standen viel, viel weiter weg und also braucht man uns nichts erzählen. Ich meine, danke für jeden Tipp, gar keine Frage, ne? Vielen Dank dafür, aber das, da kann ich dir sagen, nein. Tochter. Können wir machen. Okay, dann hol ich mir die Kamera auf. Wo ist die denn? Ich habe die da hingelegt. Achso. Ich muss da. Wo ist der aufmachen? Vielen Dank für die Likes. Ja, ich habe jetzt den Aufstieg. Okay, und wir machen das Licht. Müssen wir uns hinten. Damit wir auch gleich hier. Ich brauche auch mal. Ich brauche auch mal Licht. Du brauchst jetzt aber Licht? Ja. Ja, super, Mama, danke schön. Wir lassen uns davon nicht unterbringen. Ich rede auch ganz normal, nicht aggressiv oder sonst irgendwas. Ich meine, wir sind ja, sag ich mal, dankbar für jeden Tipp oder sonst irgendwas. Ne? Ich meine, ich habe hier das Aufnahmeteil in der Hand. Ich weiß nicht, wie das angeht.
Wie lange bist du schon dabei und weißt nicht, wie das geht? Ich sehe nichts. Keine Seite, das ist einfach hier so ein Schieber. Ja, den habe ich doch besucht, danke. So, ich war mitten am Erklären. und ich nochmals, wir sind auch dankbar für jeden Tipp oder sonst irgendwas. Wir probieren auch immer alles aus. Wo dran kann es liegen? Ist es das? Ist es das? Ne, aber ich sag mal, Michi stand weit weg, kann es sein. Er hat nichts am Körper, Handy nicht da, Maria hat nichts am Körper gehabt, elektronisches. Also. Vielleicht sollte ich den mal was hier rüberziehen, damit auch alle verstehen. Danke für die Likes. Jetzt nochmal eine technische Frage. Ja. Oh Gott, ich muss einfach nur dann auf das grüne Kreisding hier drücken, ne? Um anzumachen. Ja. Entschuldigung, ich arbeite da. Ich arbeite damit zu selten. Ich auch. Ich arbeite ja eigentlich in allem. Ja, du ja, aber ich bin eher so fürs Filmen, Fotos machen. Ja. Warum will er das jetzt hier nicht machen? Sag mal ruhig. So, wir machen jetzt das Portal auf. An. Und wir haben vorher mit der Klinik sind wir durchgegangen. Und haben auch Anomalien festgestellt. Ich begrüße gleich alle. Wir, wie gesagt, wir machen jetzt das Portal. Okay, bitte. Einer von den. Guten Abend, Paranormal Activity Team. Nein, wir suchen keine Moderator derzeit. Danke. Der Tablet ist gleich schief im Start. Okay. EWP-Spinn. Ach, ey. EWP1-Portal. Wieso speichert der? Mach jetzt mal. Hallo? Michael, bei dir ist ein Orb hergeflogen. Danke für die ganzen Likes, Herzchen und anderes. Danke, super. Activity Team, danke. Ich starte Portal. Okay, danke, Nessa. Nichts. Grüße an Freddy. Grüße auch euch. Ist der andere, der mit uns reden möchte? Hörst du das Klopfen? Ist hier einer, der mit uns kommunizieren möchte? Wie heißt du? Ja, du. Wie heißt du? Ich habe Sven verstanden. Heißt du Sven? Heißt du Sven? Ich habe Helfer. Wisst ihr noch, wer wir sind? Danke euch auch für den Erfolg. Hat er jetzt ich gesagt? Kennt einer uns? Ja. Wir haben zu spät. Kennt einer uns?
Seid ihr eingeschlafen? Da hast du deine Antwort. Ja, gute Nacht. Was möchtet ihr von den Leuten hier? Viel. Viel oder viele? Die Leute verstehen nichts. Nein? Mhm. Kann ich das anders machen? Verstehen Sie sowas? Ist jetzt besser? Ich könnte aber ticken so machen. Wie heißt ihr? Ich kann nicht boxen. Ja. Sven? Wie ich gesagt habe, Sven, das ist das zweite Mal jetzt gefallen. Hallo Sven. Ja, richtig. Ja? I-A? Wisst ihr noch, wer wir sind? Ich starte mal eine Runde in der Zwischenzeit. So, der geht gleich in die Knie. Weiß nicht, wie man helfen und kommunizieren möchte. Sehen tut man dann nichts. Sehen? Nehmen Sie das jetzt nicht, das Portal. Hat sich jetzt abgeschaltet. Nein, was denn? Akkustand ist niedrig. Man zieht da wieder viel Akku. Jetzt muss ich in den Gummi gehen. Zack, zack. Es wurde gefragt, was für ein Programm ist das? Von Steve Huff. Und wie heißt das? Geiger. Muss man sich kaufen. Also Steve Huff ist ein bekannter Geisterjäger. Ja, gerne. Herr Michi, ich starte gerade in den Laptop, weil das Tablet gibt den Geist auf. Warum meine ich das immer? Danke, Naturfreunde, für die Likes. Danke, danke. Habe ich ja vorhin schon gesagt, dreimal dürft ihr warten, wer zuguckt. Ja, ja. So. Kann man schon mal sagen, dass wir was geschrottet haben? Tja. Die Birne, die wir angeschlossen haben, die ist geschrottet. Ja, die Birne, die da oben, die wir dran machen wollte, die, da hat es Puff gemacht, die ist kaputt. Kannst du gar nichts mehr machen. Er hat sich das Tablet aufgehauen. Immer was Neues, ey. Aber. Portal? Das geht noch. Jetzt nicht mehr. Doch. Ja? Ich unterbreche. Das komplette Ding hat auf, sich aufgehauen. Ich unterbreche mal die EVP kurz. Nicht erschrecken. Wir hatten aber auch noch nie Probleme mit dem Tablet gehabt. Jetzt das erste Mal, ne? Ja, ja. Sonst war das nur mit dem Laptop immer gewesen. Das nennt man Reaktion. Over 1000.
Danke für die ganzen Likes. Danke, danke. Ihr seid der Wahnsinn. Ich wollte gerade fragen, sollen wir gleich mal tauschen? Nee, komm. Guck mal, mein Hintergrund ist immer noch aufstehen. Nee, jetzt lass das. Aber da kann ich besser aufstehen, hier komme ich gleich nicht mehr raus. Hier kannst du nicht mehr raus. Ja doch. Ach, mein Hintern passt da auch rein, ich parke den da rein. Hä? Was? Ja, Tablet aus. Bring. Ina, natürlich darfst du fragen, wo wir sind. So ganz genau können wir da nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, wir sind in einem, sag ich mal, Mehrfamilienhaus. Dort wurden wir hinzitiert aus dem Grund, weil die Mieter hier ein- und ausziehen, wie die fliegen. Und man weiß nicht warum. Es soll hier spuken. Und daher untersuchen wir das Ganze, ob hier was ist. Wir haben da schon was gefunden und wollen mit dem Portal eigentlich weitermachen. In dem Sinne, Michael, will was sagen? Ich frage mich nur, warum du den überhaupt in der Hand hast. Was hat Handy? Ich habe doch gerade gesagt, ich habe wieder ausgemacht. So. Der kann über 20 Stunden durch ihn aufnehmen, ne? Dann liegt er doch irgendwo hin, bitteschön. Das ist so empfindlich. Da fragt jemand, wie lange wir das hier schon machen. Boah, drei gute, zwei. Zwei, drei Jahre gute, zwei, drei Jahre machen wir das schon, ja. Ich sag mal, dieses Jahr waren wir nicht so aktiv gewesen. Aber. Guck mal, das Lämpchen ist an. Und keiner ist da. Wo hast du das hingelegt? Da unten. Unten auf dem Boden. Ja, da kann der Bewegungsmelder aber nicht drankommen. Also, dann ist das. Kannst du dann mal, seien Sie willkommen. Kannst du mir mal gefallen tun? Nimm du das mal hin, bitte. Oder zieh mich mal hoch. Danke. Die alte Omi muss hoch. Ihr müsst verstehen, das sind so Campingstühle und ich, dicker Brummer, komme da nicht raus. Ja, da kannst du voll chillen. Ich werde mich da auch nicht mehr reinsetzen, sonst muss ich den noch bezahlen. Hat er mich gerade schon krank gemacht. Ja, komm selber hin.